Da ist er, der September Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen. Shame on me. Aber der September-Haul verzögert sich und verzögert sich und verzögert sich. Denn es ist so unglaublich viel los im Oktober. Das ist ja der Halloween-Monat. Und ich weiß gar nicht, wo ich meine ganzen Videos noch unterbringen soll. Zurzeit lade ich 2 bis 3 Videos die Woche hoch. Denn es gibt so viel, was ich mit euch teilen kann, was ich euch zeigen möchte. Wir sind in unterschiedlichen Freizeitparks unterwegs. Und ja, ich wollte auch erstmal das Q&A 3000 Follower Gewinnspiel hochladen, weil ich bin ja schon wieder weit über 3000. Und das konnte ich halt nicht nach hinten schieben. Und deswegen musste ich den Haul nach hinten schieben. Aber jetzt drehe ich ihn endlich ab und zeige euch, was ich alles im September gekauft habe. So viel ist es tatsächlich gar nicht, finde ich. Es ist einiges von Shop Disney dabei, von dem Halloween-Zeug, sage ich mal so in Anführungszeichen. Und ein paar Klamotten. Und das war es dann schon. Also tatsächlich im Oktober, im September, Entschuldigung. Ja, jetzt Oktober. Im September habe ich mich schon ein bisschen zurückgehalten, was das angeht. Gut, es sind 2 Spirit Jerseys dabei. Das treibt natürlich die Kosten in die Höhe, aber ja. Und im Oktober kommt auch das einige andere schon dazu. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal die Halloween-Sachen, denn im Hintergrund, da ist es sehr leer, denn ich musste die ganzen Sachen abhängen und wegstellen, damit ich die euch jetzt hier zeigen kann. Also ich zeige sie euch jetzt und dann hänge ich sie wieder auf und dann seht ihr sie im Hintergrund und dann zeige ich euch die restlichen Sachen. Wir beginnen mit diesem Türkranz. Das gehört nicht dazu, das habe ich da dran gehangen, damit ich es an die Tür hängen kann, weil ich hinter der Tür so ein Haken-Ding habe und die Schnur, die da dran dabei war, war ein bisschen kurz, deswegen habe ich hier oben so eine Kordel dran gehangen. Ja, wir beginnen damit. Für 45 Euro habe ich mir diesen neuen Türkranz hier gekauft. Ich habe den selbst gebastelten, der hängt an der Balkontür. Den habt ihr in meinem Deko-Halloween-Special gesehen und ich fand den aber so cool mit diesen ganzen Mickey und Minis, deswegen musste ich mir den auch holen. 45 Euro ist tatsächlich echt nicht günstig, aber mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Halloween-Angebote bei Shop Disney. Der ist, glaube ich, jetzt für 3 für 2 dabei. Also ihr kauft 3 Sachen, bezahlt nur 2. Es sind noch einige Sachen reduziert, also schaut unbedingt mal vorbei von den Sachen, die ich euch jetzt noch zeige. Als nächstes haben wir hier dieses Schild. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Ich gucke aber gleich nochmal nach. Das hat 25 Euro bekommen und das plus das andere, den Halloween-Countdown, habe ich bestellt gehabt, aber meine Bestellung wurde tatsächlich storniert. Aber eine liebe Followerin hat sich dann bei mir gemeldet, ich habe es nämlich auf Instagram gepostet in meiner Story und die hat sich gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe es doppelt bestellt, du kannst gerne mein Set haben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, vielen Dank nochmal, falls du meine Videos guckst. Ja, der hier leuchtet so ein bisschen ADHS-Mickey, Moment. Man das? Also er leuchtet ja jetzt. Seht ihr, er blinkt so ganz wild und bunt und oh so. Ich habe mir jetzt eigentlich nicht eingeschaltet zu Hause, er steht nur da hinten auf meiner Kommode. Zusammen habe ich ja gerade schon erwähnt. Jetzt muss ich hier mal die Zahl reinfügen. Die ist nämlich rund rausgefallen mit dem Halloween Countdown und die Ziffer stimmt jetzt nicht. Die 0 ist auch falsch rum drin. Genau, den habe ich auch bestellt und der wurde storniert. Jetzt muss ich mal schauen, was ich bezahlt habe. Und zwar 45 Euro für den Halloween-Countdown. Und da musste ich ja nochmal extra die Versandkosten bezahlen, weil bei Shop Disney wären sie gratis gewesen. Aber hier musste ich sie natürlich dann extra bezahlen. Aber was soll's. Ich finde ihn wirklich so schön mit den Details hier. Minnie als Vampir, die kleine Katze, Mickey als Vampir, der Countdown. Ich zeige euch das auch noch von hinten. Ja, ich finde, es ist wirklich sehr schön und das ist mein erster und einziger Halloween-Countdown. Ja, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Und das letzte Teil, bevor ich hinten die Deko wieder aufstelle, ist dieses Schild für, da habe ich gerade drauf geschaut und habe es wieder vergessen, 35 Euro. Ja, das leuchtet auch, aber nur weiß. Das sieht man jetzt aber kaum wegen der Lampe im Hintergrund.
Aber es leuchtet weiß und hat auch sehr, sehr viele schöne Details. Mickey und Minnie wieder mit, ja, das ist eigentlich der Countdown, der hier drauf, also dieses Haus. Sieht dem sehr, sehr ähnlich und auch Mickey und Minnie als Vampire. Kann man auch an die Wand hängen, wenn man möchte, oder auch einfach hinstellen, so wie ich es mache. So, steht wieder alles an seinem Platz und hängt und so. Und dann ist ein bisschen der Hintergrund wieder ein bisschen befüllter. Und das letzte Teil, was ich gekauft habe, ist dieses Kissen. Ich habe ja schon das hier von letztem Jahr. Und letztes Jahr bereut, dass ich kein zweites bestellt habe. Weil, ihr seht, ich mag es gerne symmetrisch. Und deswegen musste dieses Jahr hier der Herr, obwohl ich den hier ein bisschen schöner finde, muss ich sagen. Aber, was soll man machen? Hatte wieder... Also einen ganzen Brief bei sich. Ich muss das auch noch abschneiden, das nervt mich so auf der Couch. Ja, das Kissen und ich schaue nochmal nach, ob es das auch gibt und ob es wie viel es gekostet hat. Alle Sachen, die es natürlich noch online gibt, findet ihr unten in der Infobox die Links dazu. Also ich sehe gerade, das Kissen gibt es auch noch, das hat 24 Euro gekostet. Und es gibt auch noch beide Schilde, die ich euch gezeigt habe. Und die sind auch in den Angeboten 3 für 2. Also... Schaut gerne mal bei Shop Disney vorbei. Es gibt auch noch die Fußmatte, die Tasse. Also es gibt noch fast alles. Die Halloween-Ohren. Ja, die zeige ich euch jetzt übrigens auch gleich. Ja, gesagt, getan. Da sind die neuen Halloween-Ohren. Das sind diejenigen, die zum Spirit Jersey rauskamen. Die haben 30 Euro gekostet. Sind die auch im 3? Ja, die sind auch im 3 für 2 Angebot. Also schlagt gerne zu. Im Nachhinein denke ich mir immer, warum hast du nicht gewartet? Aber... Wenn man wartet, hätte ich jetzt die Angst, dass ich die Sachen nicht mehr kriege. Aber jetzt bereue ich es, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Also, ihr habt jetzt Glück, ihr könnt die Sachen noch ergattern für 3 für 2. Ja, ich habe es einfach für den vollen Preis bezahlt. Aber einmal hier die Halloween-Ohren. Und ja, bei sowas sollte man auf gar keinen Fall warten, bei den Spirit-Jerseys, und zwar der Halloween-Spirit-Jersey. Ich glaube, der hat... 65 Euro gekostet. Ich glaube, der war 5 Euro teurer als sonst. Ja, der Halloween Spirit Jersey, auch mit der karierten Mickey, die ich ja dieses Jahr nicht so toll finde. Das Karierte ist jetzt nicht so meins. Aber ja, da ist er. Happy Halloween mit den ganzen Mickeys und Minis oben. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Hat ihn auch schon im Disneyland an. Es hat leider geregnet, also so viel hat man davon nicht gesehen. Aber für Fotos habe ich ihn natürlich dann präsentiert. Und ja, das sind tatsächlich die einzigen Sachen, die ich zu Halloween, also bei Shop Disney gekauft habe. Ich habe noch was im Park gekauft, aber das seht ihr im Oktoberhaul, denn ich war ja erst im Oktober im Park. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Klamotten, und zwar noch einen zweiten Spirit Jersey, den man eigentlich auch noch zu Halloween tragen kann, aber auch danach. Und zwar den Maleficent Jersey aus Walt Disney World. Der Grund, warum ich mir den gekauft habe, ist, weil Brina und ich uns gerne an dem Samstag, wo wir da sind, an einem Halloween-Wochenende, als Maleficent kleiden möchten. Und da ziehe ich diesen Spirit Jersey an. Diese riesen Walt Disney World Schrift ist schon der Knaller. Und hier unten seht ihr einmal Maleficent als Drachen mit dem Feuer und so. Müssen wir auf jeden Fall Maleficent treffen. Der war nicht ganz so günstig, denn den habe ich bei eBay bestellt. Also wenn ihr so Jerseys haben wollt, müsst ihr halt bei eBay schauen und halt echt was drauf zahlen. Und ich habe, glaube ich, um die 100 Euro für den bezahlt. Aber er ist auch Walt Disney World und den gibt es hier so. Der ist halt einzigartig. Und als ich am Anfang der Halloween-Season im Park war, habe ich so viele Menschen mit dem Kürbis-Jersey gesehen. Überall. Der ganze Park war überschwemmt mit dem Spirit-Jersey. Da dachte ich, oh. Nicht mehr so die einzige, die den hat, aber gönnt sei allen, die es bekommen haben, also den Jersey. Ja, und dann kommen wir schon in den letzten drei Sachen, die ich bestellt habe. Drei Klamotten, zwei Blusen und ein Cardigan. Die zwei Blusen sind von Bershka in Größe S und ist natürlich jetzt super zerknittert und kann man kaum sehen. Ihr seht aber das Try-On natürlich, wie immer. Also ihr habt vorne bunte Mickeys, hat so ein bisschen Retro-Design. Ach, der Preis ist schon wieder nicht dabei. Ich glaube, die waren so um die 20 Euro müssten es gewesen sein. Also einmal die Bluse, die weiße Bluse mit den Mickeys vorne. Und die zweite Bluse, da kann man sich streiten, ob es aussieht wie ein Pyjama oder nicht. Ich bin der Meinung, es sieht nicht aus wie ein Pyjama. Ist diese gestreifte Bluse auch mit Mickey vorne.
und Mini. Auch wirklich sehr, sehr schick. Ist jetzt natürlich nicht die Jahreszeit für Blusen. Mir wäre da zu kalt, müsste ich 3 Schichten noch drunter ziehen für so eine Bluse. Aber für nächstes Jahr früher kann man die dann wieder tragen. Und das letzte Teil ist von Reserved. Ich habe mich sofort darin verliebt und als es ankam, erst recht, denn es ist so kuschelig warm. Und so kuschelig ist dieser Cardigan mit den Mickey-Köpfen überall verteilt in Altrosa. Also die Farbe ist der Knaller. Hat 35 Euro gekostet. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde ihn mega schön. Ja. Und das war's auch. Ist tatsächlich, glaube ich, eher ein kurzer Haul gewesen diesmal. Aber ich muss auch sparen. Denn ich werde die nächsten Tage was announcen hier auf YouTube. Und dafür brauche ich Geld. Ihr werdet es dann mitbekommen und dann wisst ihr, warum ich Geld brauche. Aber ja, ich muss mich tatsächlich zurückhalten. Es sind natürlich auch sehr, sehr viele Trips jetzt. Anfang Oktober Disneyland Paris, die ganzen Freizeitparks, jetzt die ganzen Wochenenden kosten natürlich auch ein bisschen. Ende Oktober nochmal Disneyland, Mitte November nochmal Disneyland. Also das geht natürlich auch ins Geld und deswegen muss ich mich beim Shoppen dann ein bisschen zurückhalten. Aber ich hoffe, der Haul hat euch trotzdem gefallen. Die Sachen haben euch gefallen. Kommentiert gerne unten, was euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und ein Abonnement. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.